Wollen wir mit einem Imposter spielen oder mit zwei? Und kill cool. Bei sieben Leuten. Ich habe jetzt mal zwei drin gelassen, habe dafür. Das ist also ich habe dafür die Task runtergestellt und den fünf Crewmates. Das ist prinzipiell fast ein bisschen heftig. Aber gut. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Let's mute. Crewmates. Der True Imposters Among Us. Oh, Skelt mal wieder. Willkommen zu einem Part. Skelt mit Sessel, Fuchs und ihrer Community. Mit Fabi zum Beispiel. Und wir spielen ohne Mods. Mal wieder ohne Mods. Das habe ich ewig lange nicht mehr gespielt. Leute, wie lange habe ich schon? Wie lange habe ich nicht mehr Skelt gespielt? Im Turnier habe ich in unserem ersten Turnier von Versuch habe ich mal Geld gespielt, aber wie lange habe ich schon ohne Mods und ja, unglücklicherweise bin ich gemutet oder hört man mich? Man hört dich. Sehr cool. Ja, und zwar Prina liegt unten an Shields und Jan ist da so rumgeeiert. Ha, ha. Ei auf dem Kopf. Wer ist Jan? Jan ist Make-up und oder was? Gemacht haben kann den Kill also wahrscheinlich Pauli. Die wahrscheinlich. Weil er ein Out. Wer von euch ist Jan? Oder? Ich jetzt genau. Ich bin hier der Gelbe mit dem Ei auf dem Kopf. So kann auch. Das ist Make-up. Ich bin noch nicht zu Schieds gekommen. Ja, genau. Also McDub war bei die Brina. Ja, das weiß ich. Also Fauli kann es nicht sein. Denke wo ist denn eigentlich wo ist eigentlich Shields? Shields ist auf der rechten Seite. Unten rechts. Ja, weil ja, ich bin Shields nämlich mit Fauli nach rechts gegangen, habe die Task im O2 gemacht und bin dann nach unten gegangen, aber ich habe da halt auch niemanden gesehen sonst. Also kann es auch so, genauso gut das Seal sein. Es kann aber auch sein, dass also ich fand, wer auch immer gerade geredet hat, ich hab's nicht gesehen, die zwei Imposter sind und sie versuchen sich gerade zu selten. Also ich bin gerade in Communication, nee, nicht in Communications, in Admin ist das, in Admin beim Pult, K2 habe ich gerade gemacht. Da hat mich, glaube ich, Fabi hat mich gesehen. Ja, genau, da habe ich dich gesehen. Das stimmt. Ja, also gerade ist Jan ziemlich sass. Das ist prinzipiell Jan. Ja, aber er kann halt auch wirklich dran vorbeigelaufen sein, weil die liegt schon unter der Task. Also, es ist gut möglich. Ja, gut. Gibt es irgendwie einen Sass für wen? Warte mal, da ist doch ein Vent. Das bedeutet, dass Ding. Kann auch ein Zwergi einen Vent-Kill gemacht hat. Und damit ist. Vent hin. Der Vent führt zu Admin und ich glaube. Nee, Fabi hat mich gesehen. Ich war Nee, der führt nicht zu Admin, wollte ich sagen. Genau. Oder? Doch. Nee, der führt, der führt nur rechts lang. Der führt nur nach Neff. Der führt nur nach Neff. Also, nein, in Neff ist keiner gewendet. Das kann nicht sein. Jan ist das. Keine Ahnung. Oh, die anderen haben nicht gewotet oder was? Habt ihr alle nicht gewotet oder was? Okay. Ihr müsst doch voten. Und so wird man noch mit einer Stimme rausgewählt. Das wäre ja ziemlich scheiße. Sehr schnell nach Electric, ey. Ich kenne das doch hier. Ich habe zwar lange nicht mehr gespielt, aber ich kenne das doch. Hier mal. Uff. Schnell den Task machen. Raus hier. Aus der Todeszone. Weg hier. Nur weg hier. So. Up Engine. Ach, die Aufhör-Task, da muss dann immer wieder runter und hoch. So, Dodge. Nicht umbringen. Am Ende ist es noch Sessel. Sehr gut gespielt, Sessel. Einfach mal den Jan zu sassen. Aber man hat sich ja nicht gewehrt, das wäre so ein bisschen. Jan und Sessel sind eben noch da. Oh, nö, das war nicht Jan.
Gut, Fauli. Ich habe jetzt ein Emergency gerufen, weil ich jetzt gerade zu arg Angst habe, dass ein Double Kill. Nach links. What? Das ist in Ordnung. Das ist cool. Verbindung, ist irgendwie. Der ist vor 30 Sekunden nach links. Man hat das Ende deines Satzes nicht gehört. Also bitte nochmal von vorne anfangen, danke. Verbindung abgebrochen. Moment, ich wollte sagen. Sorry, dass ich unterbreche, aber also Zwerki ist vor, keine Ahnung, 3 Sekunden gestorben. Der ist eben nach links gelaufen. Verbindung ist echt nicht hoch und hab gefixt. Ich denke am wahrscheinlich halt Jan. Von der ich war gerade die ganze Zeit im Electrical und hab 3 Tasks gemacht. Okay. Jan ist es nicht. Jan ist nochmal der? McDub, ne? Ja. Genau. Gut. Also ich habe jetzt gerade die Suspicion auf Cecile, weil die war 2-mal in der Nähe von den Kills und auf Fauli. Ja gut, aber ich würde ja nicht sagen, dass ich Zwergi gerade eben gesehen habe, wenn ich den Ich denke, ich tippe auf Cecile. Ja, aber trotzdem, das kann auch Ablenkung sein. Das ist schon unwahrscheinlich. Also ich wäre dafür, dass wir jetzt auch mal einen rausvoten, weil sonst wird es echt schwierig. Das ist also weil sonst ein Kill und den Boss hätten gewonnen, ja, deshalb wir jemanden rausgewotet haben. Also ich war gerade im Electrical. Ich glaube, ich darf Mine und mich rausnehmen. Deswegen liegt, glaube ich, zwischen euch drei. Ich hab doch gesagt, dass das schwierig ist. Für dich selbst darfst du alles. Ja klar, ich sag's nur Bescheid, dass ich mich rausnehmen darf, weil sonst hätte ich das Meeting nicht gerufen, sondern hätte an dem Meeting-Knopf gewartet und hätte einen Doppelkill gemacht, dann wäre es vorbei gewesen. Also den zweiten Kill. Wegen der ersten Runde am wahrscheinlichsten entweder auf erste Runde denke ich, dass es entweder Jan war oder ein Self-Report. Und diese Runde habe ich halt keine Information. Ich glaube, also, Ziel versucht von sich abzulenken, bin ich ehrlich. Ja, also ich glaube auch, dass es Essel ist, weil ich habe ja gerade 3 Tasks für Black Pickle machen. Ja, das war ziemlich sass. Leute, ich kann gut lügen. Ich kann gut lügen. Warum sollte ich so einen Bullshit erzählen. Wer weiß, das ist gestern. Wer weiß. Ja. Was? Schon? Okay. Aber GG. Ja. Fruli und. Ja, dann lag ich wenigstens eine Person. Richtig. Ja, Mina gemacht, oder? Okay, ich hab's deshalb. Ja. Ich weiß nicht, wofür ich gesasst wurde, muss ich ganz echt gestehen. Ich wollte einfach hab aber diesen scheiß Knopf nicht gedrückt. Ich hab Cecil dann gesasst wegen dem Sass auf Jan, weil ja, einfach deswegen. Ja, nee, das Ding ist halt, Jan kam halt wirklich literally von der Leiche. Aber dann war es doch Fauli. Es kann sein, dass er den Report bekommen hat, weil es an der Task lag. Also unter der Task lag. Und ich mach tatsächlich doch nur einen Impuls. Mach mal einen Imposter, das ist ein bisschen heftig mit 2 Imposter. Mit 7 Leuten. Wenn man das einstellen kann, während der Runde, finde ich sehr angenehm. Viel Spaß. Yeah. Mute. Wartezeiten. Sind harte Zeiten. Schon wieder Crewmates. Es gibt halt hier nur 2 Rollen, da muss ich mich mal wieder dran gewöhnen. Ohne Mods zu spielen, wenn man lange mit Mods gespielt hat. Ist das außergewöhnlich, dass man mal keine Special-Rolle hat, dass man mal nicht irgendwie Detective, Warlock oder Leiter oder irgendwas ist, dass man nicht irgendeine spezielle Rolle kriegt, die man erstmal klarkommen muss. Hat sie doch direkt vor den Augen gekillt, oder? Das hat doch die Brina gesehen. Das muss doch eindeutig, das ist doch. Wo ist der Kill passiert? Keine Ahnung, es ging das Licht aus. Das hat Sören doch gesehen. Wo warst du denn ungefähr als. Unten. Ich glaube, unten rechts. Da. In Shields schon wieder. Ja, ich war auch auf dieser Seite
Mein Pathing ist, erst bin ich rein in Weapons, bin dann zu Navigation und von Navigation dann zu O2 gegangen. Ist ein bisschen weird, aber I guess. Ich hab dich da oben irgendwo ganz. Jetzt kann ich meinen Task machen. Ich auch vorbeigelaufen sind, deswegen hat's mich direkt, ja, hab ich mich nicht direkt dafür interessiert. Dann, nächste Person bitte. Also, ich war bei Shields, ich war's aber nicht, Leute. Sagen sie alle. Also, ich war. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich hab auch nicht mehr gesehen. Also, wie gesagt, ich hab nur gesehen, das Licht ist aus, ich bin zu Shields gegangen und dann kam schon der Report. Ich konnte Shields gerade die Aufgabe zu Ende machen. Vielleicht sogar hinter dir passiert, dann muss es. Wenn das passiert ist, während du den Task gemacht hast, dann war das ein erfahrener Killer. Ich glaube eher, dass es vor, also passiert ist, bevor ich gekommen bin, das weil war ein heftiger. Der tote okay. Körper, glaube ich, den konnte ich gerade so in meinem Lichtkegel das sehen, nicht gesehen, als ich hat. Wieder da rausgekommen bin. Also entweder muss es passiert sein, während ich das gemacht habe, oder kurz vorher so ein bisschen weiter rechts daneben. Aber das konnte ich jetzt nicht so gut sehen. War fast ein Bandkill. Also ich war gerade electrical, ich bin, glaube ich, mit Brina runtergelaufen. Brina ist dann zu Admin abgebogen und ich bin gleich zu Electrical und habe da meinen Task gemacht. Und dann war auch schon der. Okay. Report. Dass die das nicht gesehen hat. In der letzten Runde auch den Kill in Shields gemacht. Also es könnte auch ein Self-Report von Mina sein. Ist er aber nicht. Also ich habe jetzt gerade eine Theorie entwickelt. Und zwar, Mina ist, nachdem sie mit Fabi sich bei Admin getrennt hat, ist sie in Admin in den Vent reingehüpft, ist bei ist beim Event in, ihr müsst voten. Im Flur zwischen Navigation und Shields rausgehüpft, ist runtergegangen, hat gekillt, hat dann gesehen, da ist jemand und hat deswegen schnell reportet. Alles ist das nur eine Theorie. Wo war Sessel eigentlich? Das ist doch wieder. Gute Frage. Ja. Wenn ihr nicht votet, dann. Ich steh auf AFK in Cafeteria. Ich probiere immer noch Discord zu finden. Sessel kommt mit Discord nicht klar. Oh, die Card-Swipe-Task. Ich habe sie vermisst. Ich würde auch gerne mal wieder Airship spielen. Das habe ich auch lange nicht mehr. Einmal zum Release der neuen Map, aber dann ganz viel Polos habe ich jetzt gespielt in letzter Zeit. Die anderen Maps, Mira ist sowieso out, das ist ein Video, kein Hörspiel. Will ich auch nicht. Ja, Schub würde ich mal wieder spielen. Hätte ich echt Bock drauf mal wieder. Am liebsten mit aller Walls Mod. Mit aller Walls und mit 15 Leuten. Das hat was. Mit 7 Leuten macht das keinen Sinn. Brauche ich jetzt nicht in den Ring zu werfen. Mit 7 Leuten macht das wirklich keinen Sinn. Mit 10 Leuten ist es schon schwierig, den Schub zu spielen, aber. Da verliert man sich ja wirklich. Mit weniger als 10 Leuten. Hier direkt. Er hat mich hier gekillt und ist direkt rein. Und sie war hier. Das ist nicht gesehen wurde. Wirklich seltsam. Weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Wie dieser Kill unentdeckt geblieben ist. Mysterious. Bitte die Task. Bin ich jetzt besser? Ja, also immer bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Der Kill ist in Reaktor passiert. Sesse, wer ist denn mit uns gerade eben runter in Admin gelaufen? Ich habe mir die Person nicht gemerkt. Das war Brina. Ja. Brina, wo kamst denn du gerade her? Weil du bist die einzige Person, die ich in der Richtung gesehen habe.
Ich kam gerade von links, nachdem ich da beim O2 war, wo du und Sessel ja aber schon wart, habe ich gewartet, weil ich habe gedacht, eventuell, ich spiele das Spiel ja erst seit 7 Stunden, eventuell müsste ich da auch noch was regeln bei O2. Bin dann aber, als ich gesehen habe, dass das schon abgeschlossen war von dir, Fabi, nach links gelaufen, wo die Aufgabe ist mit dem Mauszeiger, wo du die roten Strichelchen auf die anderen roten Strichelchen machen musst, ganz links. Okay, ja, weil der Kill ist ein Reaktor. Du kamst, glaube ich, aus der Richtung Medical, also Reaktor. So, aus der Richtung kamst du. Und ja, ich bin unten rumgelaufen, Richtung Reaktor. Habe da niemanden gesehen, bin auch in Electrical reingegangen kurz. Hab niemanden gesehen. Bin dann weitergegangen, weil ich wollte Simon Says machen. Und dann lag da der Kill. Problem ist, Fabi, bei deiner Story, dass der Kill, also gut, ich weiß nicht, wann der gefallen ist. Es kann sein, dass der ziemlich frisch ist, dann wäre es Self-Report definitiv. Mhm. Ich stand aber vorher AFK in Spiel ja nochmal, weil ich hoffentlich jetzt Discord gefixt bekommen habe. Und bin erst da losgelaufen, als Reaktor war, und du bist halt auch von links gekommen. Also du bist literally auch aus der Richtung gekommen. Ich glaube aber, wenn es ein Self-Report ist, dann ist es eher ein frischer Kill, eben Admin. Oh mein Gott, es passt ja sogar, es ist Fabi. Nämlich Turntable war einer Upper Engine und einer Reactor. Und ich bin weggegangen und da ist aber noch aufgeblitzt im Reactor. Aber ich habe nicht drauf geachtet, weil ich so dachte, wenn es ein Kill ist, dann auf der linken Seite und bin nach links gelaufen. Mein Vote hast du hier auch, wenn wir nur einen Imposter haben, sorry. Ja, okay, nur einen. Sorry, ich habe jetzt nicht verstanden, woran hast du jetzt ausgemacht, dass ich wo bin? Hä? Sorry, ich habe eben Admin-Tag und, okay, Moment, sorry, dass ich jetzt schon gebotet habe, aber alles gut. Alle waren auf der rechten Seite. Falls jemand Upper Engine war, müsste derjenige das jetzt sagen. Ich weiß nicht, wo Upper Engine ist. Da muss ich gleich nochmal, ich gucke gleich nochmal genauer auf der Karte. Vor 3 Sekunden. Wir haben wirklich Leute hier, die noch nie Among Us gespielt haben, die gerade zum ersten Mal spielen. Interessant. Hier einen Anfänger mit in der Runde. Und wenn ihr euch in Among Us, wenn ihr Among Us nicht votet, dann kann sowas passieren, dass da einfach mit einem Vote jemand rausgevotet wird. Dann einfach voten oder skippen. Unbedingt. Ich habe meine Task erledigt. Da kann ich jetzt mal den Imposter verfolgen. Rina ja definitiv nicht. Liebe Fabi, ich meine, der hat mich gekillt. Das ist die beste Möglichkeit, McDuck umzubringen. Hat er gelassen. Die Prina hat auch nicht gekillt. Das wären jetzt 2 ideale Möglichkeiten gewesen. Wirklich ideal. Sessel wäre jetzt erst runtergegangen hätte. Das wäre. Naja, obwohl der letzte Kill. Der mit hinten, der mit Jan, also den Jan hätte easy, das wäre ein easy Kill. Die Leiche wäre rumgelegen. Na, was machst du denn, Fabi? Das ist doch hier nur doch wieder eine Spitzenchance. Ist am Ende kein Imposter. Ist ja kein Imposter, warum fängt er eine Task, wenn keiner da ist? Obwohl, der kann schon sein. Wenn jetzt jemand stürmt, dann weiß ich, dass ich den Falschen verfolgt habe. Was macht er da? Wir verfolgen den Imposter. Jo, die Session gemacht. Electrical. Ja, was stehst du auch in Electrical rum? Wo ist er hingewendet? Ja, entweder hier oder dorthin. Jetzt habe ich ihn verloren. Aha, da ist er.
das Licht ausgemacht. Deprina. Deprina. Deprina und Deprina. Nein, mach, nein, nein, nicht. Jetzt kannst du. Warum entdeckt keiner, es ist das Gleiche? Warum reportet keiner die Leiche? Da war noch gerade mehrere. Ist keiner hintergegangen. Ich guck doch immer ein Specimen, nicht ein Specimen, Electric, geh mal hinten, wenn ich Light fixe und mal gucke hinten. Ist keiner mal nachgucken gegangen. Als ob. Anfänger hier. Na komm, da liegt eine Leiche drüben. Das ist. Als ob da keiner mal in. Hier Communications und. Heilige. Geh, aber ich hab das auf dem anderen Table wirklich gesehen. Geht ihr? Leute, mal. Millisekunde, wo ich nicht bin. Du hast den Kill nicht gesehen, der ist früher passiert. Leute, mal eine ernsthafte Frage. Einiges früher, ja. Das habe ich vor O2 gemacht. Er ist im Endeffekt, rein, hat mich gekillt, während ich am Task bin, ist raus, ist keine Ahnung wohin gegangen, ist dann zurückgekommen und hat mich reportet. Du hast mit dem Wort, reingegangen ist wahrscheinlich. Ja. Ich habe eine ernsthafte Frage. Geht Brina und Mina war da, glaube ich, noch irgendwie. Ihr wart doch Lightfixen. Geht ihr, wenn ihr ein Electrical Light fixt, nicht noch mal kurz nach hinten und mal gucken, ob da eine Leiche vielleicht liegt? Das ist dann einfach nur. Ohne Scheiß, ich bin die ganze Zeit so rumgelaufen und habe nach Leichen gesucht und keine gefunden. Da lag die ganze Zeit, Sessels Leiche lag die ganze Zeit in Electrical. Wenn ihr mal kurz nach hinten, also während des Leitwechsels, mal kurz nach hinten geguckt hättet, einmal kurz einen kleinen Schritt reingemacht hättet, hättet ihr die Leiche entdeckt. Ey, ich schwöre es euch, entweder war ich dann einfach blind. Und in Communications lag dann auch noch eine Leiche. Das ist, ich hab nichts gesehen. Wie? Ich hatte keine Aufgabe mehr und hab gedacht, okay, du suchst jetzt Leichen. Ich hatte Glück. Ich habe einfach nur hinten an Electrical gekillt und ich habe, glaube ich, einfach nur die Chance damit vermindert, weil meistens am Anfang der Runde die Electrical Tasks gemacht werden. Einfach darauf gebettet, dass da niemand hinläuft.